Jetzt machen wir mal richtige Putzschau machen hier. Genau, jetzt machen wir erstmal das Ganze noch mal ein bisschen schmutzig, weil du hattest es eben nur mit deiner Schmiere eingemacht. Ich mache da mal ein bisschen Öl dran, damit wir auch mal sehen, dass auch kocht uns am Küchenfenster und so ein Kram alles damit runtergeht. Ja, Haarspray, genau. Haarlack, ne? Und benötigen zum Putzen tun wir keine teuren Glas- oder Spezialreiniger. Okay. Die ganze Medizin, die haben wir doch alle zu Hause. Wir nehmen in diese Patentschale circa einen Liter Wasser und dann geben wir da zwei, drei kräftige Spritzer ein normales Geschirrspülmittel hinein. Welche Marke ist dabei vollkommen egal. Ich kann das billigste Geschirrspülmittel nehmen, ich brauche nicht immer die teure Glasreiniger kaufen. Kann man also auch noch richtig Geld sparen. Dein Lieblingsgeschirrspülmittel. Ja. Wenn du Wein- oder Biergläser sauber machst, ja mein Guter, da kommst du doch in 100 Jahren nicht auf den Gedanken und nimmst da Glasreiniger für, obwohl die aus Glas sind. Ja. Da nimmst du doch auch ein Geschirrspülmittel. Es ist das günstigste, hat die höchste Fettlösekraft und du bekommst auch mal hartnäckigen Fliegenschmutz damit runter. Okay, normalerweise würde ich jetzt hergehen, würde jetzt hier praktisch da mein Glasreiniger drauf spritzen. Ganz genau. Abgesehen davon, dass der Geld kostet, könnte ich jetzt hergehen, gibst du mir mal das Küchentuch. Lappen, Zeitung, Tüchern, alte Unterhosen wischen einige mit. Hier mal hier. Ah, ja, genau. Da kann ich hin und her wischen. Das schmiert immer ärger. Man hat viel Mühe, muss lange reiben. Wenn die Sonne scheint, schmiert es eben doch, wenn es fertig war. Oder ich könnte natürlich jetzt hierher gehen und mal das Ding da nehmen. Weil die kennt man ja, die sind zwar relativ teuer, sagt man immer Profi-Werkzeug. Mach das jetzt einfach mal. Ist das in deinem Streif Sinne? Das ruhig mal ab. Streif das ruhig mal ab. Der Profi streift das auch ab. Okay. Das macht dann auch relativ sauber so ein bisschen, ne? So, ah, jetzt ziehst du mal ab. Ja, aber jetzt hast du ja, verstehst du, läuft sich hier der ganze Sabber runter. Na, dann muss man umdrehen, das Ding. Es läuft einem in den Ärmel, auf den Teppich, auf das Fensterbrett. Ja, es geht, aber das Problem ist, es läuft hier der ganze Sabber runter. Ich kann ja hinterher die halbe Wohnung renovieren. Freischwimmer auf der Fensterbank, sage ich immer. Ja, mal das hier. Das ist ja das Gleiche. Hä? Guck. Ja, es ist. Hä? Also, wie ich es mache, aber das sabbelt und tropft. So, das möchte man sehen, wie es hier geht. Das ist ja schon halbwegs ein bisschen sauber gemacht. Ne? Bei diesem Gerät, wie gesagt, Wasser- und Geschirrspülmittel. Das Gerät, die Mikroaktivfaser, eben nur kurz eintauchen, aber nicht tränken oder untertauchen. Zwei-, dreimal abstreifen. Okay. So entweicht dann aus diesem Saugschwamm das Wasser und an der Mikroaktivfaser entsteht ein kräftiger Schaum. Okay. Der kostet dich am Ende 1 bis 3 Cent. Nur mit diesem Schaum alleine löst du den Schmutz an Fenster, Spiegel, Fliesen, Türen, an Wintergärten, in Ecken und Kanten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen leicht kreisförmig vorgehen. Bei Extremverschmutzungen wie Fliegenschmutz am Autoglas mal kurz mit der Gummilippe reiben. Okay. Das Gerät, wenn du jetzt mal näher betrachtest, das hat auch eine ganz spezielle Form. Schau mal, und diese V-Form. Ja. Jetzt gelingt es. Braucht man die? Jetzt gelingt es dir halt. Langsam. Am Rahmen entlang. Ah, okay. Schau mal in den Ecken, in den Kanten, den Schmutz und Staub zu lösen. Du hast also keine Ansätze. Ja. Da musst du auch nicht mehr mit dem Lappen hinterherfummeln, mühsam Eckenkanten nacharbeiten. Ja. Du kannst ja jetzt, wenn du so weit bist, mit dem Gerät dann in eine Richtung arbeiten. Längst das Gerät um, arbeitest in beide Richtungen. Und wie du es auch möchtest, es läuft und tropft dir hier nichts herunter. Nichts runter. Die Feuchtigkeit, das schmutzige Wasser, wird sofort von dem Saugschwamm wieder aufgesaugt, der unterhalb dieser Mikrofaser hier sitzt. Mhm. Kann man so, glaube ich, ganz gut erkennen. Nee, habe ich kapiert.